Einen wunderschönen Tag. Zu WhatsApp ab. Machen ein Video. Wir fahren nach Bergen. Genau, nach Bergen. Zu den kleinen Zwergen. Ich nehme euch einfach mit auf eine kleine Plauderstunde, denn Plauderstunde gestern auf der Autobahn, die muss ich leider nicht machen. Weil ich da meine Handynummer in den Chat reingeschrieben habe. Ganz, ganz wichtige Person für mich. Bedeutet mir auch sehr, sehr viel, dass diese. Wir haben 400 Abonnenten erreicht. 406, um genau zu sein. Und immer noch habt ihr keine Vorschläge gemacht, was ich machen soll. Dann habe ich gemacht, gibt es immer noch kein endgültiges Ende. Ich soll heute kommen. Das ist nochmal das gleiche Video. So geschnitten von den Deep Cake. Sobald ich das habe, lade ich euch das hoch. Okay, jetzt einmal ohne Blinken. Hat noch am Trinken. Vorab zur Information. Gesundheitlich geht es mir wieder besser. Ey. Halt ein dummer Fehler. Kann passieren. Acht mal in Zukunft drauf. Hätte auch nie gedacht, also mir kam das wirklich nicht so lange vor, aber ich hätte auch, dass das wirklich so Schlag auf Schlag gehen kann, dass wirklich da so ein paar Stündchen schon ausreichen, richtig kaputt zu gehen. Gut, haben wir daraus gelernt. Wir sind ja auch nicht ganz so jung, ne? Wir sind ja schon 25 plus Porto und Versand. Ja gut, dann die Streams. Wir schlagen ja nun mittlerweile echt alles. Wir haben teilweise 8, 9 Zuschauer am Stück, was ja nun wirklich krass ist. Ja, das ist wirklich krass. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das so durchsetzen, also dass wir das so hinkriegen und dass wir tatsächlich immer und immer mehr Leute werden. Das ist langsam eng. Also wir müssen langsam mal ausbauen. Dürft auch ruhig was in den Chat schreiben, ja? Auch ruhig was in den Chat schreiben. Das ist irgendwie so, keine Ahnung. Ihr guckt immer alle so süß und fleißig zu. Schreibt doch wenigstens ein Hi, dass ich weiß, dass ihr da seid. Das ist euch immer so gerne. Und freut es immer so zu wissen, wer schaut denn da überhaupt zu? Ich weiß, dass einige zum Beispiel zuschauen, ohne dass sie was sagen, aber weil sie dann nicht genervt werden wollen. Also zumindest schreibt, das war nämlich mal der Dirk 42, hat es jetzt nicht so gesagt, dass er nicht genervt werden möchte, sondern halt, weil die einen dann alle ankommen und schreiben, hey, guck, hey Dirk und so, ne? Ich kenne das ja von ihm, wenn ich bei ihm zuschaue. Ich schreibe dann nun mal was, dann geht das sofort, ne, hi Cookie. Ist dann mal ein bisschen nervend. Das wollte ich kurz sagen. Dann, Alex, mein Schatz, mach nicht so Werbung für anderen Streams, bitte nicht. Bitte nicht. Er hat nämlich zum Beispiel bei Dirk, das nehme ich ihn jetzt auch nicht übel, das ist jetzt nur nochmal ein kleiner Hinweis, dass er es bitte nicht machen soll. Macht das wirklich, wenn bei anderen im Stream seid, redet da bitte nicht über mich, ja. Also klar, ihr könnt da über mich reden, ja, ob positiv oder negativ. Aber macht keine Werbung für meinen Kanal und wie ich zum Beispiel bin, wenn ich mal nicht streame. Ja, wenn ich nicht streame, das könnt ihr ab und zu beim Dirk 42 und Friends mitkriegen. Jetzt beim letzten Mal hatte ich mega-mäßig Kopfschmerzen. Einen Flüchtigkeitsfehler, den ich gemacht habe, ging leider gar nicht. Und dann war da leider einer bei, der zu doof war, seinen Rückwärtsgang rauszumachen. Und das hat mir dann den Ritz gegeben. Aber es kann jetzt gegen Schüler nichts sagen. Ja? Manche Schüler sind halt so, lernen da nicht raus. Aber das ist jetzt kein Vorwurf, um Gottes Willen. Wir wollen ja die Leute da nicht niedermachen und sagen, Arsch. Das wollen wir nicht machen, bloß, ja, weiß ich nicht. Wenn man in einem Konvoi fährt, es geht immer so geordnet ab. Das würde ich mir halt wünschen, dass, wenn die da mitfahren, dass sie dann wirklich, wenn sie dann da stehen, statt dass wirklich alle ihren Rückwärtsgang rausnehmen, weil dieses ständige Piepen ist so nervtötend.
Klar, ich könnte es ausmachen. Nur für mich ist es wichtig zu hören, ob ich gerade im Rückwärtsgang bin oder weil ich Tastatur hier mein und her schalte. Und letztens, ich habe es mal versucht und aus, ich habe dann vergessen, weil ich gucke ja nur auf die Straße. Ich achte jetzt nicht drauf, ob ich im Rückwärtsgang bin. Achte ich nicht drauf. Und habe mich dann gewundert, warum ich rückwärts fahre. Also habe ich den Sound wieder rausgenommen. Also wieder reingemacht. Ja, das Piepen. Das könnt ihr. Ich hab's auch schon wieder vergessen. Es geht. Ich hab's mir von irgendjemandem zeigen lassen. Weiß nicht mehr wer. Dann der gestrige Stream. Der war ein reiner Erfolg. Ein reiner Erfolg. Ja, der war mehr als geil. Weil endlich ist das mal passiert, was ich mir gewünscht habe. Person weiß Bescheid. Dass ich so ein bisschen auf sie stehe und dass ich sie total cute finde, Art und Weise, ja. Nein, wir sind nicht zusammen. Falls die Fragen aufkommen. Sind wir nicht, aber wir sind jetzt dabei, halt. Sie ist jetzt auch erstmal in Urlaub. Das hat sie auch in Chat reingeschrieben, ne? Die ist jetzt da Wochen in der Insel. Ich hab's vergessen. Das ist peinlich. Schottland. Ja, da, wo die Schottenrocke her. Schottland ist sie. Bei Verwandten oder so. Soll sie auch genießen, ne? Die geht ja den ganzen Tag arbeiten, von morgens bis abends. Soll sie auch die 5 Wochen Urlaub da richtig genießen. Schottland. Wir werden ab und zu ein bisschen schreiben. Ja, möchte aber auch. Jetzt sie nicht von ihren Urlaub abhalten, abends, wenn sie mal ein bisschen Zeit findet zum Entspannen oder so, ja, wenn sie mal ein bisschen deutsche Vollidioten hören möchte, dann sie auch mal ab und zu. Ja, auch noch woanders zu, ja noch bei anderen dabei und schaut da zu. Aber sie versucht ja dann immer zumindest die Onkelspartys mitzunehmen. Ja, habe ich dann gestern über WhatsApp geschrieben, das erste Mal sie auf einem gesehen. Ich gehe wirklich nicht nach dem Aussehen, aber das hat mich echt um total cute Augen und so. Jetzt könnte man wieder denken, be in love? Nein. Vielleicht ein bisschen, ja, aber bin ja auch nur ein Mann. Also, sie ist verdammt hübsch. Sie ist verdammt hübsch, so viel kann ich euch verraten. Ich werde euch jetzt nicht sagen, welche Haarfarbe sie hat, ja, ob grün, blau, gelb, rot-lila gefärbt, weiß ich was. Ja, das werde ich euch nicht sagen. Ist auf jeden Fall total schnuffig. Und man sieht auch auf dem Bild ihre Größe an. Ja, das ist, boah, meine Hausnummer, ne? Ist locker, boah, 10 cm mindestens größer als ich. Aber das ist egal, dann kriegt man, wenn man zusammenkommt, habe ich schon gestern Abend lustigerweise dann auf dem TS gesagt. Weil gestern Mittag noch, bevor ich die Nummer hatte, habe ich das dann auf dem TS mal rausgehauen, spaßhafterweise. Kriegt man halt beim Küssen Nackenschmerzen. Aber für so eine Süße, gerne. Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. War sehr interessant. Aufgrund meiner Handynummer musste ich dann den Stream rausnehmen. Das Ganze, dass das überhaupt mit der Handynummer funktioniert hat, habe ich übrigens Annika Spielwelt zu verdanken und Stürk Rohrbach. Beiden haben das Menschenmögliche gemacht, das eigentlich das Unmögliche möglich gemacht, weil wir die ganze Zeit überlegt haben, wie kann ich diese Person meine Handynummer zukommen lassen. Weil wir finden uns beide ganz nett. Uns beide gegenseitig ganz, ganz nett und haben dann überlegt hin und her, wie machen wir das am besten. Ich werde jetzt auch gucken, dass ich die Kommentare wieder für die einschalte. Das war ihr Wunsch, weil man irgendwie da nichts runterschreiben kann. Ja, deswegen zu viel Hate habe ich das mal rausgenommen. Wir können es wieder reinmachen, dann muss ich jetzt halt auch ab und zu ein paar kleine Hate-Kommentaren erleben. Ja, das dann. Wir werden es aber so machen, dass ich die Kommentare
Wir werden es erstmal testen, indem ich die Kommentare prüfe. Ja, ich werde sie erstmal durchlesen und dann werde ich sie freischalten. Ja, ich werde alle Kommentare freischalten. Allerdings, das, was zu heftig wird, das ignorieren wir natürlich. Das ist klar. Kann ich erstmal dazu nicht sagen, außer, ne, dass. Eine hübsche Frau ist und eine intelligente dazu. Da passt alles, ja, das passt wirklich alles. Was soll's? Ich hab dann noch nebenbei mit anderen Leuten geschrieben. Einer war gestern noch halbwegs eifersüchtig. Jetzt nicht, weil ich da eine neue kennengelernt habe, aber keine Ahnung, was da los war. Da kümmere ich mich heute drum. Wer kriegt da hier ein Video, wie wir nach Bergen fahren? Ja, einfach mal über das reden, weil ihr könnt leider den Stream nicht sehen. Na, wegen. Deswegen erzähle ich, was da los ist. Das nächste Thema ist, ich weiß, dass ich Copyright-Mucke laufen lasse. Ja, das ist bitte. Mir nicht damit auf den Senkel. Ich verdiene mit YouTube kein Geld. Ja? Ich verdiene mit YouTube kein Geld. Man hat zwar die Möglichkeiten, mir zu donaten. Hat die Möglichkeiten, mir zu donaten und zu machen. Ich erwähne aber sowas nicht. Erwähne ich wirklich nie in Streams, weil ich bin der Meinung, wer das machen möchte, kann es machen. Wer es nicht möchte, macht das nicht. Da muss ich jetzt nicht unbedingt alle paar Minuten im Bot laufen lassen, ja, dass man da spenden kann. Würden wir jetzt sowas machen wie Dirk 42 und Friends, da habe ich dann gestern zum Beispiel mit Supershow 91 drüber gesprochen, ja, Supershow 91, der sich ja die nächsten DLCs kaufen möchte. Und das sage ich euch auch immer wieder, wenn ihr das machen wollt, mir bitte einen Gefallen, geht über Instant Gaming, aber benutzt bitte den Link von Dirk 42 und Friends in deinen Streams. Denn ihr kauft damit nicht nur ein Spiel, sondern ihr tut damit auch noch was für einen guten Zweck, Tiere in Not. Ich bin jetzt nicht so gut, dass ich sagen kann, ich habe Geld über, ich kann jetzt mal was spenden. Deswegen mache ich die ganze Zeit Werbung für ihn. Aber das ist wirklich nicht, um meinen Kanal damit zu bereichern, dass ich sage, hey Leute, schaltet mich ein, ich brauche Abos oder so, ja, oder ich brauche Likes. Nein, ich möchte damit Dirk 42 in Friends unterstützen, indem ich dann auch nochmal erkläre, was er dann macht und dass ihr dann wirklich ja, zu ihm geht und euch über den Link zum Beispiel ein Spiel kauft. Wenn ihr zum Beispiel ein Spiel im Wert von 30 Euro bekommt, kauft über seinen Link, bekommt er einen gewissen Prozentsatz. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent er davon abbekommt. Das ist nicht dolle, ja, es ist nicht viel, aber Kleinvieh macht auch Mist, sage ich immer. Und es ist wirklich Tiere in Not. Ja, die sind da auf ihren Gnadenhof. Wir erleben dort ihre letzten paar Tage, ihre paar letzten Wochen. Ja, und ich glaube, ab ein paar Euro, ab 2 Euro, 3 Euro, weiß ich nicht. Ich will euch da nichts Falsches erzählen, ja. Aber ab einem gewissen Eurosatz zum Beispiel gibt es dann Sack Trockenfutter oder irgendwie sowas. Ja, und jetzt einfach mal zu Dirk 42 in Friends in den Stream reingehen und zuhören. Und er erklärt das oft genug, was er da macht. Und mitunter werden da sogar Keys verlost. Ja, also könnt ihr ersteigern zum Beispiel. Sowas, eine Versteigerung. Spiele, all das Geld, was ihr da bietet, ja, also sagen wir mal, ein Spiel für 35 Euro ersteigert habt, ja, ein CD-Key zum Beispiel, Landwirtschaftssimulator, dann kann man jetzt sagen, oh, ist ganz schön überteuert, aber tut ja damit den Tieren einen Gefallen. Ich finde, Tiere geben uns so, so viel Liebe, so viel Zuneigung, dass sie jedes Mal für uns da sind. Ich sehe es allein an meinem Hund. Also wenn ich wirklich mal traurig bin und einfach nur weinen möchte, dann kommt Balu zu mir, schlappt mir Tränen aus den Augen und kuschelt sich an mich ran und zeigt, hey, Papa, ich da, ja, dein süßer Hund, pass auf dich. Jetzt ist er gerade unter mir und pennt, weil es ist ihm viel zu warm.
Es ist ihnen einfach zu warm aktuell. Es ist normal, Hunde können nicht spitzen. Ich möchte ihnen aber auch nicht sein Fell abmachen. Ich möchte ihn aber auch nicht jetzt 24/7 in die Badewanne legen. Deswegen, Tiere geben uns so viel. Ich bin der Meinung, da können wir auch was zurückgeben. Dass die Leute das da auf diesen sogenannten Gnadenhof. So höre ich das die ganze Zeit. Ich kann es euch nur sagen, wie ich es immer höre. Was es da genau für ein Hof ist, weiß ich nicht. Das erklärt euch aber alles der Dirk 42 und Friends. Und das ist auch alles bei ihnen in den Streams verlinkt. Da könnt ihr dann wirklich nachlesen, wofür das Ganze ist. Da gibt es Bilder, für die viel zu faul sind zum Lesen. Ihr könnt da sogar hinfahren, wenn ihr wollt, was spenden. Das genau ist da, glaube ich, auch drin geschrieben. Gott, es geht nicht. Es kommt mir so vor, als würde das Thema langweilen. Es langweilt aber nicht. Was mich langweilt, ist, dass so viele Zimmer weghören. Ich habe jetzt zum Beispiel wieder YouTuber gesehen, die auch Geld für für eine tolle Sache sammeln. Um dann wieder Scheiße damit zu bauen. Die geben zum Beispiel Geld aus für Obdachlose. Finde ich zwar geil. Die Aktion finde ich um Obdachlosen helfen. Nur haben die Menschen auch Recht auf ihr Bild. Ja. So wie Ton. Und ich finde das also eine richtig krasse Frechheit, dass man diese Leute dann zeigt auf YouTube. Die wollen das teilweise gar nicht. Da gibt es dann zum Beispiel einen YouTuber, der wird ja nun von allen gesehen. Ich glaube, Leon Mascher nennt er sich. Ja, der holt dann auch irgendwelche Leute einfach zu sich ins Video, die gar keine Ahnung haben. Soll's. Wir können halt mit solchen Leuten, wir können nur versuchen, solche Leute irgendwo wieder wachzurütteln und zu sagen, hey, überlegt mal, ihr wärt in so einer Scheißsituation. Deswegen unterstütze ich das, was der Dirk 42 in Friends macht. Er kümmert sich um Tiere. Und deswegen, wenn ihr ein Spiel kaufen wollt, dann geht zu Dirk 42 in Friends. Link packe ich euch nochmal rein. Verlinke euch das ausnahmsweise. Das heißt ausnahmsweise. Ich bin immer zu blöd. Ich bin immer zu blöd dafür, Kanäle zu verlinken. Aber ich hau euch den rein in die Beschreibung jetzt mal. Ich würde auch sagen, wir lassen den von ihm. Kann man denn drin? Wir machen erstmal einmal. Ja, immer wenn wir ein Video machen, hau ich euch den rein. So machen wir das jetzt dann. Und Stream. Und dann schicke ich euch zu ihm, wenn er gerade live ist. Jetzt meckert er, dass ich zu viel Werbung für ihn mache. Sagt, wenn ihr ein Spiel kaufen wollt über Instant Gaming, dann bitte bei Dirk 42 und Friend. Bezahlt ja, wenn jetzt das Spiel 25,90 kostet, dann bezahlt ihr bei Instant Gaming auch nur diese 25,90. Ja, das ist, ihr habt dadurch keine weiteren Kosten. Ja. Das ist wirklich nur euer Spiel, mehr nicht, was ihr kauft. Ja. Und davon geht wirklich ein kleiner Prozentsatz ab. Und er hat auch schon gesagt, dass wenn ihr ihm jetzt nicht traut und sagt, oh, suspekt, der verdient sich ja eine goldene Nase. Nein, zum Ende der Aktion wird er natürlich die Karten offen packen. Euch das auch zeigen, dass er das Geld da tatsächlich abgibt. Das macht er. Da ist er Ehrenmann. Ist ja genauso wie die Sache mit dem LKW, der er da macht. Ja, das ist ja nicht zur Belustigung für ihn selber, er mag die Farbe wirklich. Deswegen habe ich ja schon überlegt, was wir für ihn machen, wenn er das wirklich gezogen hat, weil das ist gnadenlos geil. Ja, ich kann mich noch an meine Schulzeit dran erinnern, wenn es dann hieß, plötzlich und das machen, das mache ich nicht, das ist in Sachen. Ich habe zum Beispiel immer so Mädchensport mitgemacht. Keine Ahnung warum. Hat mich nicht gestört in der Schule. Warum denn Sport ist Sport? Ich finde, es gibt kein Mädchensport und Sport.
Beide Geschlechter können beides machen. Zum Beispiel haben wir das eine Jahr das ja gesehen. Man sagt ja mal, ja, Fußball ist Männersport und kein Frauensport. Das eine Jahr, ich habe die Weltmeisterschaft erst gar nicht so für voll genommen von den Frauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mich auch nicht so wirklich interessiert, weil ich da auch so drauf war, ja, wenn ich Fußball gucke, dann halt von den Männern. Ne? Und das Frauenfußball hat mich nicht interessiert. Und dann, Zufall habe ich dann erfahren, wie krass die abgehen. Dann dachte ich so, ey komm, das kann doch nicht wahr sein. Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen geht so krass ab. Und da habe ich mir das angeguckt. Spiele, Fußballspiele der Frauen, ja, egal welche Nationalmannschaft, die waren interessanter, wirklich interessanter als die der Männer. Ohne Witz. Also das war wirklich Fußball, wie ich es gerne sehen möchte. Aber bei den Frauen reißen sich die Fans mehr zusammen. Ja, keine Venganos, sondern wirklich schöne Fangesänge. War schon geil. Was ich mir zum Beispiel nicht angucken kann, egal ob Männer oder Frauen, ist Handball. Ist mir zu langweilig. Aber das Eis, Eis die Tasse. Wir schneiden einfach jetzt ein paar Themen an und heute Abend 20 Uhr im Livestream dann entscheiden, über welche Themen wir wollen. Zum Beispiel ist auch ein Thema, wo ich mittlerweile ziemlich krass drauf reagiere, ist dieses, ich dachte, es wäre aus der Mode, ist dieses, keiner hat mich, ich habe keinen Bock mehr, dieses, ich tue mir selber weh. Und ich kann das mittlerweile nicht mehr hören. Deswegen werde ich da jetzt auch viel vorgeschrieben. Ich habe da ganz krass viel vorgeschoben. Wieso ich auf dieses Thema komme, ist einfach, weil ich damit sehr oft konfrontiert. Ach, ihr wisst, was ich meine, ne? Ich werde sehr oft damit in Verbindung gebracht und kommt man zu mir, redet mit mir. Na klar, man kann mit mir über alles reden, aber dieses Thema kann ich mittlerweile nicht. So, da drüben ist übrigens Oslo. Eine sehr schöne Stadt. Aber tanken. Jetzt schon schreiben im Dauerspam. Tanken, tanken, tanken. Aber es ist halt Dauerspam. So krass spammt er nicht. Ist mein Mut aus? Aber ich fahre so gerne diese Landschaft hier entlang, das ist einfach nur atemberaubend. Mit der 1.31 Public Beta ist ja jetzt ein bisschen was Neues entstanden. Kam noch nicht dazu, das alles zu sehen. Wir haben das auch nochmal reingeschrieben mit dem ganzen Verkehr, deswegen werden wir das jetzt öfters mal zeigen, die 1.31 Public Beta. Ja, oder auch nachher, wenn es dann raus ist, da werden wir dann auch Singleplayer spielen. Einfach mal zu gucken, was ist da alles neu. Da wurde jetzt auch über, also ein paar Bilder habe ich gesehen mit Unfällen, die da simuliert wurden und sollen wohl irgendwie zufallsmäßig sein. Also ich weiß nicht, ob die dann immer wieder neu generiert werden, wenn das Spiel angeht. Oder das weiß ich nicht, wie das da so sein soll. Spannend. So richtig Feuerwehrautos und Polizeiautos. Ein Bild fand ich jetzt ein bisschen makaber, aber es gehört zum realistischen Verkehr auf deutschen Straßen, wo dann ja, Hänger in Flammen gingen. Ja, dann sieht man halt Gelüchte schon, aber völlig ausgebrannt. Hatten Auffahrunfälle. Auch ja sehr viel auf Straßen. Also finde ich schon geil gemacht so. So, Bergen, nur geradeaus. Ich habe ja auch schon, sollte ich das tatsächlich ja hinkriegen. Ich werde jetzt gleich nach dem Video werde ich
Gesellschaften anrufen, die angerufen. Aber drei Stück ist keiner rangegangen. Da muss ich jetzt. Weil da ist das Geile, sie haben nicht eingeschrieben, verboten. Da ist jetzt 50-50 Chance. Sind Hunde erlaubt, ja oder nein? Wenn erlaubt sind, dann geht mich auf nach Banden. Muss das auch geklärt werden, weil ich dann da öfters mal rüber muss. Damit das halt auch kostengünstiger ist, werde ich den Bus benutzen. Dann muss ich halt immer gucken, dass ich in Baden-Württemberg einen habe, wo ich pennen kann. Weil Hotels sind massenhaft teuer. Hab da eine Jugendherberge gesehen. Hier von Tübingen. Ah, das ist so eine, ja, so eine Jugendherberge. Kannst aber auch ein Einzelzimmer bestellen. Warum ich immer Jugendherbergen nehme, ist ganz einfach. Die sind günstiger und billiger als Hotels. Wird zum Beispiel für die Gamescom sehr krass bevorzugt. Weil man dann mit seinen Freunden dahin kann und dann kriegt man da so ein Vierbettzimmer. Ist dann natürlich etwas angenehmer. Vierbettzimmer will ich nicht, ich will mir da kein Zimmer teilen. Da habe ich da einen, der hat Schweißfüße oder so. Mit Eilten. Vor allen Dingen 50 Euro Stück. Und 50 Frühstück. Wie gesagt, nö. Also ich werde dann Bus, ja, Bus zum Beispiel, werde ich dorthin, werde dann jemanden fragen, ob er auf mein es tut zwar höllig wie Balu so lange alleine zu lassen, aber man braucht ungefähr 11 Stunden mit Bus bis nach Baden-Württemberg. Und dann muss ich ja einen Tag dort bleiben, mir das alles antun, ja, Wohnung besichtigen. Das dann alles dort vor Ort abklären. Vielleicht muss ich auch 2 Tage da bleiben. Dann fährt man auch schon wieder zurück. Ja, das ist alles mit Arbeit verbunden. Und, einen Job da drüben muss ich ja auch noch finden. Das ist alles auch nicht so leicht. Aber das kriegen wir schon alles hin. Deswegen werde ich jetzt auch nicht mit großen Erwartungen ran und sage, ja geil, da jetzt eine Wohngesellschaft an, weiß ich, was nennen wir da für ein Dorf? Einfach Tübingen, weil da wird man schnell ausfindig machen. Ja, das ist halt dann schon mal eine Ecke. So, ich brauche dringend eine Tankstelle. Ich weiß, dass hier bald eine kommt. Aber wir sind kurz vor kaputt. Kurz vor tot. Das ist uncool. Das ist richtig, richtig. Aber wir genießen einfach die Landschaft, ja. So ungefähr sieht es dann auch in Baden-Württemberg aus. Und sollte ich da leben, werde ich auch mir ein Fahrrad zulegen. Und Cam oder so holen, dass ich die Fahrradfahrten dort aufnehmen kann. Wenn ich mich da durch die Berge quäle. Ich sag mal so, ne, 3 Tage Baden-Württemberg Fahrrad, man hat einen der Oberschenkel. Also das ist wirklich nichts für irgendwelche Lauchgestalten. Ja, die da Meinung sind, sie können jetzt meinen auf cool machen. So, Tanke. Ist mir jetzt egal, auf welcher Seite sie auch sie. Garantiert auf der falschen Seite. Aber
das ist mir jetzt völlig wumm. Aber es geht ja mittlerweile. Ich hatte das mal in Erinnerung, dass man sogar in Skandinavien 1,60 gezahlt hat. Das hatte ich so in Erinnerung. So, wir sind voll. Gesamtpreis 1040. Schnäppchen. Keiner kann das machen. Skandinavien habe ich mir viel angeguckt, zum Beispiel bei Felix von der Laden. Er hat ja die Skandinavien-Trip gemacht. Ist hoch zum Nordkap gefahren. Fand ich mega, mega geil. Auch als er da in Island war. Überlegt man, Island macht einer eine Longboard-Tour. Hashtag Longboard-Tour. Einmal um die Insel. Weiß gar nicht, ich glaube, da ist es Wasser gewesen, Longboard-Tour. Ja, die vier YouTuber gemacht haben, ne? Also Dena, umgespielt, Ching Löw und Julian Bam. Das ist, ja, vermisst die Zeiten irgendwie auf YouTube. Das ist, das war mal was. Ich würde ja gerne selber so eine Tour machen mit Longboard. Aber das ist dann auch so eine Sache mit dem Hund. Wie macht man das mit dem Hund am besten? Und man muss ja die Tour toppen. Und ich würde es ja dann auch nicht machen, um Abos zu gammeln, sondern ja, ich habe mir zum Beispiel ein Video angeguckt, da ist einer mit einem Fahrrad komplett um die Welt gefahren. Uiuiui. Die trinken ist immer wunderschön. So. Landesgrenze gewechselt. Jetzt haben wir es auch nicht mehr weit bis Bergen. Da war das gerade Landesgrenzenwechsel. Ich weiß es nicht. Aber die, als das DLC hier rauskam, Skandinavien. Ich war so begeistert. Ich habe ja auch die Tunnel hier für ein Fake gehalten und dann habe ich mir so ein Reisebus-Video angeguckt. Und er macht da wohl, also die Firma, er hatte mit den Reisebus öfters so eine Touren für ältere Leute. Ja, das sind dann halt so Rundfahrten. Da auch Richtung Bergen und sowas gefahren. Und da habe ich dann so eine Tunnel tatsächlich gesehen, wie sie da durchfahren. Da ist der sogar mitten in den Tunnel einfach rechts rangefahren, was ja eigentlich verboten ist. Und da konnten die da ein paar Fotos schießen, ja. Das hat schon Eindruck gemacht, das Ding. So ein Tunnel und war mega, mega geil. Also ihr seht, ich gucke jetzt nicht nur irgendwie so große YouTuber und feier die, sondern ich gucke tatsächlich auch interessantere Sachen, für manche einen wiederum ziemlich langweilig sind. Aber mich interessiert es dann auch, wenn ich jetzt ein Spiel spiele, ist das umgebaut, ist das so einigermaßen nachgemacht, dass es auch real ist. Und wie wir hier gerade fahren, es ist tatsächlich realistisch. Ja, das ist mega nice. Wo sie ein bisschen nachgelassen haben, war in England. Aber Schottland ist auch eine Reise wert. Viel über Schottland schon gelesen und gesehen. Das ist einfach nur geil. So ein bisschen wären wir schon gar nicht mehr mit unserem kleinen bisschen Tank gekommen.
war gar nicht mehr geschafft. Aber was soll's. Ich muss sagen, auch der DAF einigermaßen. Das Video wird wieder ultra lang, ne? Das Video wird wieder ultra lang. So, wir können jetzt anhalten, werden wir aber nicht machen, weil sonst war das unziehen. Auf EU2 hätten wir hier zum Beispiel das Problem, dass hier Admins ab und zu dann halt die Ampel symbolisieren, wer wann fahren darf. Das ist mir auch schon ein, zwei Mal passiert auf EU2. Aber ich fahre jetzt auch gerade wieder auf EU3. Ne? Einfach weil es mehr Spaß macht. In den heutigen Stream werden wir übrigens die Public Beta gehen. Ich werde, nachdem ich die Wohnungen besichtigt habe, noch schnell einen extra Spielstand nutzen. Damit ich halt den Scania, den möchte ich auch im Moment nicht fahren, weil es nervt, dass immer die Kilometerstandzahl zurückgeht. Deswegen lassen wir ihn aktuell stehen. Und wir benutzen dann einfach einen anderen Spielstand, um da voranzukommen. Da kaufe ich einen komplett neuen Scania. Den werde ich aber originalgetreu wieder nachbauen. Ne? Denn 1 zu 1 wieder nachbauen. So wie wir das schon gesehen hatten. So, ein letztes Mal gleich in den... Vorletztes Mal in den Kreisverkehr. Das müsste ein vorletztes Mal sein. Uiuiui. Würde es hier nach rechts, nach Stavanger gehen. Aber wir wollen ja nicht nach Stavanger. Sondern nach Bergen. Da war ich schon lange nicht. Das letzte Mal in Bergen gewesen. Oh. Das hätte jetzt auch so ins Auge gehen können. Ist meine Mailglied ganz kurz mal gegen die Fensterscheibe gekommen. Mailglied ist eine Zeitstab-Taschenlampe. War geil, das Ding. Mal unterstellen. Taschenlampe brauche ich für den Winter, denn da laufe ich ab und zu mit nur Strecken lang. Da haben wir keine Beleuchtung. Gesagt, der Besitzer von dem Gelände hat gesagt, nein, diesen Abschnitt, da werde ich keine bauen. Denn wir müssen den rein theoretisch illegal. Wir werden dort Radgelände darüber laufen. Zum Einkaufen gehen, laufen wir mal darüber. Das sind dann ungefähr Kilometer 20, ja. Ansonsten müssten wir 2,5 Kilometer. Da gerade die Straßen hier bebaut werden. So fährt der Bus sehr unregelmäßig und der fährt auch zu Schulzeiten. So, das heißt, wenn jetzt am Wochenende keine Schule ist, dann haben wir die Arschkarte gezogen, weil wir dann nicht Bus fahren können, weil er fährt ja nicht. Zumal es eh keinen Sinn macht, weil ich klar, hier wo die einzelnen Häuser stehen, die Einfamilienhäuser, da sind zwar ein paar Schüler, aber da fährt jeden Morgen um 8 oder so, 7 fährt da und um 7:30 fährt dann ein Schulbus rein, wo die ganzen Kinder ab. Der Bus ist generell hier leer, ja, der ist ab und zu mal verirren sich da ein paar Leute drin. Und ich fahre mit dem Bus nicht, weil ich sehe jetzt nicht ein, für die paar Meter Fahrgeld zu bezahlen, kann ich auch laufen. Egal wie kalt es ist, egal wie heiß es ist. Scheiß drauf, dann kann ich auch laufen. Spart Geld. Ja, sehr sparsam. Es sei denn, ich bin mal so fix und fertig. Das habe ich mit meiner Lebensgefährtin gemacht. 2 Jahre zusammen war. Da sind wir nach
eineinhalb Stunden Zugfahrt zu mir gezogen. Sind wir dann vom Bahnhof bis hier zu mir in meine Ecke Taxi gefahren, weil wir auch so voll beladen waren mit Koffern, Taschen. Zu praktisch gesehen mit dem ICE gemacht. Habe ich gestern im Stream ernst gemeint, das kann man tatsächlich machen. Man kann jetzt nur nicht sein Bett oder so mitnehmen, ja, und eine Couch und noch einen Schrank und essen, werden die auch ein bisschen skeptisch gucken. Aber der ICE, Berlin Hauptbahnhof, Stuttgart Hauptbahnhof, ist immer ausgebucht. Ist immer voll. Kann ich mich noch an eine Dame dran erinnern, die meinte, boah, das ist aber leicht streng, habe ich gesagt, ja, ich bin ja auch ein bisschen dicker, ich schwitze auch. Wir haben dann tatsächlich herausgefunden, was so gestunken hat. Wir hatten einen Fahrgast die ganze Zeit gehabt. Ja. Oh, der hat eine gute Fahne gehabt. CE kann man ja bei Tempo 200, 280, da kannst du kein Fenster aufmachen. Ja nicht. Kannst in keinem ICE Fenster aufmachen, es sei denn, du schlägst die Scheiben ein. Ja, und dann die Klimaanlage, die hat zwar dafür gesorgt, dass es einigermaßen schön kühl war im Mai, aber ja, dann auch nicht. 70. Waren hier mit 90 lang. Aber die Landschaft ist einfach wunderbar. Da sagen wir davon. Und der Eisverkehr mehr. Durch den Tunnel. Dann sind wir schon so gut wie in Bergen, ja. Vorne schon Bergen. Auf den großen Navi. Jetzt nehme ich 10. Da. So ist es schon Bergen. Machen wir hier am Fjord entlang. Sogar direkt rein nach Bergen. Ja, einmal hier jetzt Außenstelle. Ah, jetzt auch gleich die Straße des Todes. Zumindest auf EU2. EU3 war auch mal so schlimm. Ah, die Straße des Todes. Also Außenstelle von Bergen. Sobald ihr hier rüber seid, zack, bumm, seid ihr auf der Straße des Todes. Weil auf EU2 kommen die mit einem Affenzahn rausgeschossen. Also jetzt, wo ich so ein bisschen auf die Spiegel auch mal achte, der 1,31 gefallen mir die Spiegel besser. 9 Spiegel sehen besser aus. So. Ja, kann er ja mit. So, wir sind in Bergen angekommen. Es war eine schöne Fahrt mit. Einmal von Norwegen nach Schweden rüber. Nee, von Schweden nach Norwegen rüber. Reihenfolge ist ja egal. So, einen Duffhändler haben wir hier sogar. Zack. Jetzt müssen wir nur gucken. Schauen. Ich mag das hier nicht. Ja, egal jetzt. So. Ja, kommen wir. Trick ist, so nah wie möglich an die Mauer ran. Dann den LKW kurz abwürgen, nein Spaß. Also wirklich so nah wie möglich an die Mauer ran, das ist auch mit dem Double Trailer so. Dann kommt ihr eigentlich einigermaßen gut hier rein. Zack. Haben wir. Dann bleibt mir eigentlich sagen. Ja, dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns heute Abend 20 Uhr zum Livestream. Bis dahin, wir sind mit Öl. Tschüss.